Und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ja, heute gibt es mal keine Bastelanleitung von mir, aber ich habe euch hier ganz viel Bastelideen und Inspirationen. Wir haben nämlich vom Team Bastelwerkstattbande, in dem ich ja auch bin, von der Babsi Huber einen Kartenswap gemacht und haben Karten ausgetauscht. Wir haben neue Produkte aus dem Mini-Katalog Frühjahr Sommer 2021 jetzt eben verwendet und haben uns jetzt eben erst letzte Woche online getroffen, haben die Karten zusammen ausgepackt und angeschaut. Und es war ein ganz toller Abend und die Mädels sind damit einverstanden, dass ich euch die Karten auch zeige. Und das wollte ich euch eben, oder wollte ich heute eben mit euch machen. Einfach die Karten anschauen und ich verlinke euch unten in der Infobox auch die Kanäle und die Instagram-Accounts von den Mädels auch, wo sie zu finden sind. Dann könnt ihr da einfach mal auch gucken, was die für tolle Sachen machen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach gleich mal los. So, die erste Karte ist von der lieben Barbara. Und zwar hat sie diese Karte hier gemacht. Sie hat hier verwendet die Reihe Für immer im Herzen. Da ist auch dieses Designerpapier, mit dem sie hier unterlegt hat, davon. Und die Stanzformen heißen Herzens, Blüten. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und gespickt. Also ganz toll, dieses Herz mit diesen Blumen drumherum. Und die hat es auch nochmal so toll arrangiert hier oben drauf. Mit dir ist jeder Tag ein Geschenk. Das ist doch toll, oder? Und ich denke, das ist Schiefergrau und ich nehme an Rokokorosa. Und auch innen hat sie nochmal einen Einleger reingemacht. Auch mal ganz interessant, einfach nur oben festgeklebt. Hier nochmal bestempelt und sogar hier oben hat sie noch ein ausgestanztes Blatt mit dazu. Also ganz tolle Karte, finde ich. Ganz hübsch. Mal wie das glänzt auch und hier noch geprägt mit den grazilen Diamanten im Hintergrund. Also es wird auch sicher als Hochzeitskarte oder als Muttertagskarte ganz toll aussehen. Vielen Dank, liebe Barbara. Dann von der lieben Vanessa ist diese Karte. Die hat jetzt mit dem Set Sand und Meer aus dem Mini-Katalog gearbeitet. Mit dieser tollen, ich weiß nicht, ob das die Kamera so einfängt, ich glaube, so geht's. Mit dieser tollen Prägeform, mit diesen Muscheln. Also ganz toll. Und sie hat das mit dem Designerpapier, mit dem Ombre-Papier aus der Celebration kombiniert und Marineblauen. Hat das hier auch nochmal 3D aufgesetzt, wenn du mal mehr willst. Einen ganz tollen Briefumschlag hat sie dazu, auch mit der Muschel. Und dann kann man die einmal so aufklappen und nochmal da unten. Freunde sind wie Muscheln, die besten behält man für immer. Ist doch toll, oder? Also richtig schöne Karte. Nochmal ganz andere Kartenform. Also richtig schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier noch schon ein schönes Glitzersteinchen. Und hier auch nochmal ausgestanzt mit den bestickten Rechtecken. Also ganz tolle Karte. Vielen Dank, liebe Vanessa. Dann die nächste Karte ist von der lieben Angelika. Die hat hier mit Weiß embossed aus den zauberhaften Grüßen. Da sind diese Blüten und auch der Spruch ist daher. Und hat das mit Fingerschwämmchen hier, denke ich, bearbeitet oder mit den Blendingpinseln sogar. Also ganz tolle Farbkombination. Das müsste, könnte Hummelgelb sein und Himbeerrot. Und das ist noch so ein Grauton, vielleicht Schiefergrau oder Anthrazit. Also ich muss auch raten. Hier Himbeerrot ist im Hintergrund und Savanne. Und hier hat sie mit Draht gearbeitet. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist richtiger Draht. Und hier noch ein Minischleifchen. Also auch eine ganz, ganz tolle Karte. Also ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber das ist natürlich hier auch, weil das Embossing-Pulver natürlich so eine erhabene Oberfläche noch macht. Ganz toll. Und sie hat ganz verschiedene Arten von dieser Karte gemacht in den Farben und auch in den Zuschnitten. Bei manchen hat sie so Quadrate draufgeklebt und hat es schräg gesetzt und so weiter. Also ganz, ganz tolle Karten, Angelika. Vielen lieben Dank. Dann jetzt hier eine Karte von der lieben Steffi. Die hat die Serie Kunstvoll Floral, das ist noch rauskrieg, verwendet.
Also hier eine gestempelte Blüte, dann hier das Designerpapier, das Grüne, ich weiß es nicht, sind das die aus der Farbfamilie von den Designerpapieren vielleicht? Das weiß ich jetzt nicht, aber es passt ganz toll da dazu. Mit Olivgrün, denke ich, ist das. Dann da ein ganz toll ausgestanztes Etikett mit einem herzlichen Glückwunsch drauf. Und hier hat sie mit Glitzerpapier noch goldene Zweige dahinter gesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob man das so richtig sieht. Hier noch Blätter. Und dahinter ist noch so ein Rahmen aus goldenem Folienpapier, aus Metallicpapier. Also ganz toll. Ein richtig schöner, ja, Aufbau, sag ich jetzt mal. Und die ist mit einem Magnet verschlossen. Hier klackert's. Und dann kann man die einmal hier so nochmal aufmachen. Da wiederholt sich das Designerpapier. Und hier, besondere Momente sind immer ein Grund zum Feiern. Und hier ist natürlich noch Platz zum Beschriften. Also ganz tolle Kartenform, finde ich auch. Also macht richtig was her. Richtig schöne. Also ganz, ganz edel. Vielen Dank, liebe Steffi. Dann ist hier eine Karte von der Stella. Die hat hier mit dem Tintentraum gearbeitet. Hat hier, ich denke, das ist grüner Apfel, die Grundkarte. Und hier hat sie mit den raffiniert bestickten Rahmen gearbeitet und hat da so ein richtiges Sichtfenster gemacht, den Kolibri noch dahinter gesetzt. Die Ranke kommt hier so raus. Also ganz toll. Ein paar Glitzersteine noch, innen auch noch bestempelt. Also tolle Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Stella. Dann die liebe Julia hat hier mit der Schneckenpost gearbeitet oder gezaubert. Also hier ist so eine Banderole mit den tollen Pilzen drumherum. Alles Liebe und Gute steht hier drauf. Und hier hat sie auch die Außenseite, die Frontseite hier noch bestempelt. Ich denke, das ist aus dieser Sprechblase, die ja bei der Schneckenpost mit dabei ist, dieser Innenkreis. Also da kann man auch den als Stempel einfach noch verwenden. Und Achtung! Man kann sie so richtig aufstellen. Also ganz tolle Falttechnik hier. Ich zeig's euch mal, Nami. So geht die auf. Also ganz toll. Und da hat sie auch das Designerpapier und die süße Schnecke mit den Geschenken, die mag ich ja auch so gern, verwendet. Also ganz tolle Karte. Vielen Dank, liebe Julia. Dann ist hier die Karte von der Claudia. Die hat hier mit dem Libellengarten gearbeitet und hat hier auch das Ombrepapier verwendet von der oder aus der Celebration. Hat hier nochmal ein besticktes Rechteck mit den kleinen Libellen dahinter gesetzt. Ein Marienkäferchen. Und die Karte hat hier auch eine besondere, ich nenne es jetzt mal Schnitt, Form. Also sie ist nicht komplett durchgehend, sondern ist hier einfach kürzer geschnitten und hat hier einfach nochmal, ja, so einen, wie soll man das nennen, einen Aufleger. Einfach nochmal ein Sichtfenster. Also finde ich auch eine ganz tolle Kartenform. Einfach mal anders. Genau, und hier die tollen Blüten im Hintergrund und die schöne Libelle. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Dann habe ich hier die Karte von der Heike. Die hat auch einen tollen bestempelten Briefumschlag noch mit dazu und hat mit dem Erdbeerset gearbeitet. Bärenstark heißt das Stempelset. Und hier hat sie mit Aquarell noch einen Hintergrund gemacht. Mit Tinte hat sie gesagt. Und hier auch den Aufleger einfach nur an der Seite farblich gelassen. Das finde ich auch ganz toll. Ja, und einen schönen Zweig und die Blätter eben. Die Erdbeeren hier arrangiert. Und ein Schleifchen noch. Ein vielen Dank und ein paar Glitzis. Und schon ist eine ganz tolle Karte fertig. Vielen Dank, liebe Heike. Dann die nächste Karte ist von der lieben Conny. Die hat hier mit den Hortensien gearbeitet. Hat hier auch noch so aquarellige Kleckse. Ich glaube, die sind aus den Painted Poppies raus. Ganz zart, so im Hintergrund gelassen. Und diese tollen
Blüten ausgestanzt. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so einfängt. Also da kann man immer diese Blütchen, die sind so richtig dreidimensional noch aufgestellt. Also da wird nur ein Teil der Blüte belassen. Ich glaube, so sieht man es ein bisschen, oder? Und ein Teil von diesen Blütenblättern, die kann man so richtig aufstellen. Ich hoffe, man sieht es. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Also die kommen ganz toll raus, diese Blüten hier. In Heideblüte und Rauchblau, denke ich, ist es. Noch die Blätter dazu. Ein kleiner, ganz süßer Anhänger, wie ich finde. Und die Ecken abgerundet, das macht auch mal so ein ganz, ja, eine andere Front auch noch. Ein paar Sprenkel dazu. Also ganz edel. Und innen hat sie auch noch bestempelt. Und auch den Briefumschlag noch. Ja, vielen lieben Dank, liebe Conny. Dann die nächste Karte ist von der lieben Linda. Die hat auch mit dem Kunstvollfloral gearbeitet. Und da sieht man, ich hole jetzt mal die andere noch, wie unterschiedlich diese Karten sein können aus einem demselben Papier und Set. Und sie hat es in diesen Gelbtönen gehalten. Also ich finde es ganz edel. Im Hintergrund ist Designerpapier und aus den hübsch bestickten Etiketten heißen sie, glaube ich, diesen Aufleger, und den hat sie mit goldener Tinte noch bearbeitet. Sieht ihr das? Und geprägt noch. Also ganz toll. Also eine ganz edle Karte. Auch der Einleger nochmal bestempelt, paar Glitzersteine und auch der Briefumschlag. Und schon wirkt die Karte ganz anders. Also ganz tolle Farbkombination, finde ich. So Ton in Ton, richtig edel. Vielen Dank, liebe Linda. So, und hier habe ich jetzt die Karte von der Caro. Die hat mit dem Löwenzahngarten gearbeitet und in Brombeermousse. Und da ist diese tolle Karte hier entstanden. Das ist hier weiß embossed. Dann mit den Blendingpinseln hat sie das alles verblendet. Also das ist eine richtig aufwendige Karte. Dann, ich weiß nicht, ob man es sieht hier. Ja, ich glaube, man sieht es hier. Den Hintergrund hat sie hier noch geprägt. Dann hier mit Pergamentpapier nochmal was ausgestanzt. Mit Silbergarn hinterlegt, dann ein Etikett nochmal ausgestanzt, dann hier diese Löwenzahnblüte in den Hintergrund noch gestempelt und dann hat sie das Ganze noch beglitzert. Und sie hat gesagt, das ist die Glanzfarbe in Champagner gewesen und das hat sie in einen Stampin' Spritzer rein und hat es dann aufgesprüht. Ich denke mit Alkohol verdünnt. Und so glitzert und funkelt diese Karte auch abgerundet in Ecken und innen auch nochmal. Ganz toller Spruch, schließ die Augen und wünsch dir was. Mit Pusteblumen. Und ein toller Briefumschlag. Schaut mal, da braucht es eigentlich gar nicht viel. Das ist aus dem Stempelset. Die Biene dazu, die besten Wünsche. Also ganz eine tolle Karte auch. Vielen Dank, liebe Caro. Dann die Karte ist von der lieben Sarah. Die hat eine Wasserfallkarte gemacht. Und schaut mal, wie aufwendig das auch gemacht ist. Alles ausgestanzt. Mit der Stanz- und Prägemaschine. Auch die Schnecken alle aufgestempelt, ausgestanzt und koloriert. Also es war auch jede Menge Arbeit. Schönen Geburtstag. Genau, und hier hat sie dasselbe Designerpapier verwendet, wie wir vorhin gesehen haben bei der floralen Karte von der Linda. Und schon wirkt eine Karte auch wieder ganz, ganz anders. Und hier auch nochmal geprägt. Papier hier im Hintergrund. Hier hat sie noch die Anleitung dazu. Wieder ein Jahr älter. Na und? Du bist und bleibst umwerfend. Ist doch eine tolle Karte, oder? Vielen Dank, liebe Sarah. Dann haben wir hier auch noch eine besondere Kartenform von der Petra. Die hat mit der Meereswelt gearbeitet. Und die sieht von vorne schon besonders aus vom Format. Und man kann die auch noch hier einmal aufmachen. Das ist hier verschlossen hinter diesem Etikett mit Dimensionals. Ist es einfach hochgesetzt für dich, weil du gigantisch bist. Mit dem Wal und mit den Seepferdchen und den Fischen drauf. Das ist aus dem Jahreskatalog. Und dann kann man die Karte aber nochmal aufklappen und hat da nochmal ganz viel Platz zum Beschriften. Also ganz tolles, ganz tolle Kartenform, finde ich. Sieht man nicht immer und ist was ganz Besonderes. Ich muss bloß jetzt da die. Na, da Menschen das hier treffen. Und macht richtig was her.
Aber auch ganz toll Designerpapier in Szene setzen. Vielen Dank, liebe Petra. So, und zuletzt habe ich noch meine Karte, die ich gemacht habe für den Swap. Ich habe hier Papier geprägt und habe hier die Blumen voller Freude verwendet und habe einfach frühlingshafte Farben auch verwendet. Wenn das Anleitungsvideo dazu schon online ist, zu dieser Kartenform, verlinke ich euch das da oben. Irgendwann diese Woche wird es online gehen. Und ja, wenn man die Karte öffnet, schiebt sich da noch ein Fenster vor und dann heißt hier kleine Freude per Post. Ist innen noch bestempelt und ja, das ist so meine Kartenidee dazu. So, ich habe euch jetzt mal alle nochmal ins Bild gelegt. Also wie gesagt, ich verlinke euch die Mädels unten in der Infobox. Dann könnt ihr sie finden bei Instagram und auch bei YouTube. Und könnt einfach mal schauen, was die für tolle Sachen machen. Ich habe ganz, ganz tolle Teamkolleginnen. Das macht jedes Mal Freude, sie wenigstens, zurzeit geht es nur online, zu treffen. Und ich grüße euch von hier aus ganz herzlich. Vielen, vielen Dank für eure tollen Karten und danke, dass ich sie zeigen durfte. Und euch allen wünsche ich jetzt einfach ja, tolle Bastelideen. Da habt ihr jetzt ganz viel Input gekriegt, glaube ich, von den Mädels und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Basteln. Und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und macht es gut. Ciao, ciao, bis dann.